Na, wie geht euch das? Ein KI-Kampf am Morgen vertreibt wieder Kummer und Sorgen. Ja, wir haben hier wieder eine schöne 8er Free-for-All-Runde. Jeder gegen jeden von den Template-KIs hier. Das erste Template vom Manalord bis zu Herrn Müller. Ja, ich füge ihn nochmal wieder ein hier. Dann spielen wir nochmal auf Artium Peridia von Krari Lotus. Was auch immer das heißen mag. Ja, und dann gucken wir uns hier direkt mal den Sachverhalt an. Ich mach mal ein bisschen langsamer. So, da haben wir hier unten, ja. Was soll ich sagen? Guckt euch das Bild an von Valen, dem Jogginghosenträger. Mal gucken, ob er heute aus der Pötte kommt. Schnell genug die Schlafhose auszieht. Ja, hier haben wir direkt die Mülltonne von mir. Schon die ganzen Assassinen hier am Klettern. Die Sorties wissen noch nicht ganz genau, wohin. Oh, aber Hühnerfutter hier auch mit seiner Müllabfuhr richtig dreckig schon. Auf den Hauptmann. Alter, wie viele sind das denn? Oh, das war aber vielleicht sogar ein Fehler. Da kommt jetzt nämlich die Mülltonne. Und hat ihn hier selber richtig eklig von der Seite bekesselt. Ja, Hauptmann. Nochmal für den Moment gefangen. Wir gucken mal hier. Ja, ja, hier der Hauptmann von Pilaf, der baut natürlich auch sehr, sehr schnell seine Mange auf. Uff, der Holzfäller hier, ich glaube, der wird nicht glücklich werden. Boah, der hat's geschafft. Absoluter Held. Ja, dann gucken wir mal hier weiter. Genau, das ist der Hauptmann Konrad von Pilaf. Wird hier ein bisschen vom Manalord weggepikst von hier aus Florian. Er steht hier. Ja, das ist ja sehr ambivalent. Hier ist auch schon die Kapelle. Ja, Herr Müller. Da brennt schon irgendwas. Uff. Kommt einer zurück? Okay, bei dem ist irgendwie nix, gar nichts los. Kann man, denke ich mal, so konsternieren. Ich sehe hier 1, 2 Bogenschützen, aber das war's. Ja, hier unten haben wir den Mürgal. Ja, im letzten 8er Freefall. Das war so absolut verrückt. Der hat halt wirklich gar nichts auf die Kette bekommen. Also wirklich nichts. Der wurde eigentlich von Anfang an unterdrückt. Und ist irgendwie Zweiter geworden, obwohl er nichts gemacht hat. Ja, hier Sunny, die Anime-KI. So haben wir jetzt nämlich richtig, schießt hier nämlich schon mit der Mange rüber. Das könnte natürlich auf lange Sicht eklig werden da für Nurgal. Lennox, ja, weiß ich nicht, wie der hier so zu bewerten ist. Der ist noch relativ im Schlaf. Die Mülltonne. Ja, wurde hier anscheinend ein bisschen von Hühnerfutter bedrängt. Oh, bei dem sieht es jetzt aber nicht so gut aus, muss man tatsächlich sagen. Der Hauptmann von Pilaf hat jetzt hier seine Mange aufgebaut und scheppert da ordentlich rüber, muss man hier so sagen. Kommen auch leichte Truppen hier, Lanzenträger, die pieksen hier auch irgendwie so ein bisschen gegen. Man kann natürlich nicht so viel machen. Ja, und von irgendwo schon der erste Angriff hier, der Manalord. Interessant. Dachte eigentlich, dass der auf den Schwächsten geht. Geht hier tatsächlich aber auf den Hauptmann. Ja, ein Lanzenträger klettert da hoch. Da kommen noch mehr, aber die werden, glaube ich, piekst das sie leider weg. Ja, recht offene Runde hier am Anfang. Ja, Sunny auch schon die ersten Armbrustschützen. Oh, Len hat jetzt aber hier auch seine Mange aufgebaut, der kleine Schlingel. Ja. Beim Möger sieht es aber auch nicht gut aus. Bei Herrn Müller, okay, der hat jetzt wieder ein paar Streitkolbenkämpfer. Ja, aber ansonsten wartet auch auf hier Manalord. Der sieht schon richtig gesund aus. Schickt jetzt hier auch seine Ritter rüber, die irgendwie hinten ja, an den Treppen knabbern, die halt ja, kostenlos sind, bringt also nicht viel. Wenn er das Ausbildungslager zerstören würde, jo, hat er jetzt Baracken weg, das ist natürlich ein bisschen eklig, ne? So, wie sieht's hier aus? Ja, Mülltonne. Ja, bisher auch sehr underperformed, muss man sagen. Also, ja, von den Kämpfen, die wir immer angemacht hatten, war die immer unglaublich stark. Damals, Kari hat sie auch den Phallus genannt, weil hier waren noch zwei große Rundtürme. Das sah dann so aus wie die Eier. Ja, deswegen hieß das Ding der Phallus, aber... Ja, aber ein bisschen abgeändert, damit sie nicht mehr ganz so OP ist. Mal gucken. Sunny liegt hier auf jeden Fall gut vor. Klackert hier hinten schon gegen.
Die Leitern funktionieren halt nicht, ne? Wegen. Das scheint nur Zinnverbindung zwischendurch mal zu sein. Oh, da brennt's. Da brennt's beim kleinen Elefanten, aber das rettet ihn jetzt wahrscheinlich. Ja, stimmt, der hat doch innerhalb der Burg einfach Pech. Das ist natürlich, ja, gefährlich. Wenn das vom Gegner entzündet wird. Wir gucken mal hier. Der Hauptmann. Ach, guck mal, der wollte auch auf den Elefanten. Auf den Lennox. Ja, da wird wahrscheinlich nichts mehr so wirklich ankommen. Ist hier über ein Streitkolben von Herrn Müller unterwegs. Was ist denn los bei ihm? Da stehen mittlerweile sogar ein paar und genau jetzt wird er angezündet. Uff, ist auch einmal übergesprungen. Uff, da brennt der Pennerhof. Eieiei, das ist das Schlimmste, was eigentlich passieren kann. Ja gut, jetzt brennt alles. Danke. Eieiei, das hat bestimmt... Ja, hat das noch Mürgal irgendwie angezündet? Man weiß es nicht. Oha. Der Manor-Lord hier, der geht anscheinend gegen den Hauptmann vor und wir gucken uns jetzt mal die Statistik an. Ist ja noch keiner gefallen bisher. Mülltonne sieht stark aus und Sunny auch. Ich denke mal, hier stirbt jetzt irgendwer. Ich weiß noch nicht. Nachricht von Vasir. Oh, das war nicht da unten Sunny. Ich sollte nicht sterben. Nein! Ja, Sunny hat sich Len geholt und... Ich glaube... Eine Nachricht vom Emir. Oh, ich bin das ja, ach so, das sind hier die Raids von der Mülltonne. Haben wir bisher, glaube ich, auch noch nie gesehen. Das sind 60 Stück eingestellt. Also richtig, richtig viele. Eine Nachricht vom Sheriff. Oh, schon wieder kein Geld mehr da. Holt mir den Steuereintreiber. Ja, macht das mal. Die bringen in der Realität. Manchmal helfen sie halt defensiv ein bisschen, aber ansonsten ja, bringen die quasi nichts, gar nichts. Eine Nachricht von König Philipp. Unsere Pläne wurden zunichte gemacht. Was kann ein König jetzt tun? Oh, schnell rüber gucken. Da klettert Sunny wieder. Wird zwar angezündet, aber der Lord steht unten. Oh. Eine Nachricht von König Philipp. Da wird er gefällt. Über meine Burg gelegt. Ich bin verloren. Ja, also Sunny hier mit den beiden spieleröffnenden Kills. Oh. Eine Nachricht vom Emir. Oh, ich bitte vielmal zum Entschuldigen. Bei der Müllabfuhr sieht es gar nicht gut aus. Allein wenn die Rätsel jetzt reinrennen würden, die würden sofort, glaube ich, sicher den Kill holen. Aber machen sie halt nicht. Ich glaube, die Mülltonne ist jetzt auch wegen den Berittenen. Jo, die ist nämlich verbuggt. Die ist verbackelt, weil der Gegner zu nah Eine ist. Nachricht vom Sheriff. Oh, schon kann wieder kein machen. Geld mehr da. Holt mir den Steuereintreiber. Ja, der Hauptmann von Pilaf, der scheppert hier aber auch ordentlich gegen. Vielleicht ist dann sogar irgendwann mal die Burg offen. Und ja, Herr Müller, irgendwie Fernkämpfer. Gar nichts hier am Start. Da kommt doch schon wieder Sunny. Ich denke, ja, sie geht auf Herr Müller. Sie geht auf Herr Müller. Die Leitern sind alle angebracht. Jo, ich glaube, das sind doch schon so viele. Mit ein bisschen Fantasie, aber die knubbeln sich hier ziemlich scheiße. Ich darf nicht zaudern. Ich muss stark sein. Ja. Nee. Uff, die ganzen Bogenschützen sind jetzt noch hier. Eieiei, da kommt wieder ein Kolben raus. Einer steht noch oben. Kriegt der noch irgendwen weggeknüppelt hier? Ah, das sieht man auch selten, dass die Bogenschützen hier hochlummeln. Lustig. Ja, uff, da kommt noch richtig viel nach und die ganzen Raids liefern da jetzt alles ab. So, wir gucken mal. Ja, die Müllabfuhr, die ist komplett im Arsch. Negative Beliebtheit. Aber gut, die hat ja die Spiele davor auch so stark performt. Jo, ich glaube... Eine Nachricht vom Sheriff. Oh, schon wieder. Gucken wir mal hier rüber. Holt mir den Steuereintreiber. Ja, Müllabfuhr gegen Mülltonne sollte eigentlich die Antwort sein, aber diesmal. Ja, schlitzt die Mülltonne weg. Schon wieder verloren. Das war diesmal nichts mit der Müllabfuhr, aber gut. Wir hatten ja schon gesehen, die hatte die Spiele davor immer so stark und mit so viel Glück performt. Ja, da holt Sunny tatsächlich jetzt schon den dritten Kill. Oh, und jetzt geht sie, glaube ich, auch auf die. Eine Nachricht vom auf die Mülltonne, die muss jetzt aber aufpassen. Vergessen und ich werde mich rächen. Weil, wenn jetzt Sunny richtig schnell angreift, die hat gerade nichts da, ne? Was? Die arabischen Schwertkämpfer kommen hier einfach rein. Oh, beim Hauptmann. Was? Ich gewinne einfach so leicht.
Uff, einmal abgeräumt, kein Problem. Uff, wer lebt denn jetzt überhaupt noch? Eine Nachricht vom Marschall. Das verläuft nicht gerade wunschgemäß, oder? Ja. Ja, auch eine richtig schöne, wir haben hier wieder eine richtig schöne Dreierkonstellation. Den Männerlord. Verdammt, schon wieder verloren. Sunny und die Mülltonne. Also ja, hier in meinen Aufnahmen, die Mülltonne haben wir bisher noch gar nicht im Late Game gesehen. Eine Nachricht von Nasir. Oha. Ich habe noch einen zum Schweigen gebracht. Ich glaube, sie rückt sogar aus. Jo, verteidigt sich jetzt unter Verlusten. Ja, weiß ich nicht, ob das so schlau gewesen ist. Ich weiß das nicht. Oh, aber ich weiß, die Mülltonne geht auf den nächsten Gegner. Das bedeutet, die wird immer auf Sunny gehen. Ja, finde ich hier gerade gut, weil so komplett hat man, glaube ich, alle drei noch nicht. Ja, Sunny war mal in so einem Dreiergestirn, glaube ich, im Endspiel dabei. Und der Männerlord, glaube ich, auch, aber die konnten sich da nicht so richtig entfalten. Jetzt sind hier wirklich mal alle drei so ein bisschen weiter voneinander weg. Und können richtig schön ackern und machen. Ja, hier die Ritter vom Männerlord. Wir gucken mal zu ihm hoch. Da rückt er auch aus. Jo, der kann jetzt hier, glaube ich, auch in aller Ruhe skalieren. Uff. Ach, du ahnst nicht, wie viel Gold Sunny und die Mülltonne haben. Ja, vor allem Sunny. Wahrscheinlich war die auch immer in der Anfangsphase durch nahe Einheiten kurz um einen Angriff stuck. Jo, also das hat jetzt noch nicht so viel ausgerichtet, muss man tatsächlich festhalten. Und ich denke, Mülltonne und Sunny greifen sich ja gegenseitig an, oder? So sah mir das aus. So, Mülltonne rückt aus. Die Frage ist, was macht Sunny? Ah, trefft das nicht. 293 Truppen. Oh, Gold ist fast aufgebraucht. Jo, Sunny rückt aus. Oh, wer ist hier schneller? Die Kolbis sind natürlich fix. Aber die Assassinen sind schon hier. Und die konnten klettern. Oh, ich muss langsamer machen. Die Arabischen strömen rein. Die Kolbis strömen hier aber auch rein. Ach, du ahnst es nicht. Die Kolbis sind da. Oh, ich glaube, die arabischen Schwertkämpfe sind langsamer. Ist das krass. Eine Nachricht von Jo, Sunny ist schneller. Uff. Das war eine krasse Situation. Also da konnten jetzt wirklich beide sterben. Sunny hat den kleinen Vorteil gehabt, dass sie ganz, ganz minimal schneller war. Lustig. Jo, jetzt heißt das hier Männerlord gegen Sunny. Mal gucken. Ich glaube, Sunny ist schon deutlich besser skaliert von Krarilotus hier. Aber mal gucken. Vielleicht können auch mal die Ritter hier ein bisschen was anrichten. Ja, sie hat halt natürlich deutlich mehr Armbrustschützen. Oh, die hat aber, glaube ich, dadurch richtig krass eingebüßt. Durch dieses, ja, du oder ich gegen die Mülltonne. Der Männerlord hingegen hat hier jetzt richtig Jolt am Start. Gut, hat schon wieder alles verbraucht. Greift jetzt aber auch wieder an. Und die Gepanzerten werden nach und nach immer mehr. Ja, wir beobachten mal die Ridders. Huch, was? Was soll das? Ja, da kommt eine ordentliche Kolonne nach vorne. Uff, aber Rambok sofort zerstört. Jo, das war, glaube ich, nicht so erfolgreich, die ganzen Ausfalltruppen hier sind halt immer richtig eklig, ne? Die ganzen Bogenschützen, die können sich da tatsächlich sehr gut bewähren, muss man an der Stelle festhalten. Jo, das ist hier jetzt schön. Zwei, die man, glaube ich, so im 1 gegen 1 noch gar nicht im Endspiel gesehen hat. Der Rundturm von Sunny hier auch richtig schön genau an die Front ausgerichtet zum Männerlord. Ja, oh, oh, oh. Beide rücken aus. Ich glaube, das ist... Na, er hat jetzt schon ein paar gepanzert. Ich glaube trotzdem nicht, dass er gut für einen Männerlord ist. An der Ecke kann er sich ganz gut durchsetzen. Ja, wohl. Also da kommt von Sunny nicht mehr wirklich was durch, muss man tatsächlich sagen. Ganz vereinzelt irgendwie welche. Okay, da kommen noch welche nach. Ja, die Schwertkämpfer vom Männerlord haben natürlich überlebt. Okay, war eigentlich doch gar nicht so übel für den Männerlord. Ja, also
wirklich gebracht hat es, glaube ich, beiden nichts. Sunny hat halt deutlich mehr Gold jetzt dadurch angesammelt. Männerlord. Ja, rekrutiert auch wieder. Ja, ist ja wie gesagt meine Lieblings-KI aus dem ersten Bracket hier von den Template-KIs auf Platz 1. Da muss ich mal überlegen, auf Platz 2. Ja, Mögal auf jeden Fall vom Monsterfisch auf Platz 3. Das hatte sich, glaube ich, immer zwischen 3 KIs entschieden. Na, jetzt vergessen. Sorry. Eine Nachricht von Kaiser Friedrich. Oh. Die kaiserlichen Pläne drohen zu scheitern. Oh, oh, oh. Zeit für eine neue Strategie. Oh, hä, was war da los mit dem Männerlord? Hat Sunny mit den Streitkolben die ganze Armee aufgesaugt? Da kommen noch einige durch. Da kommen noch mehr durch. Uff. Aber Pechverteidigung. Das war, glaube ich, richtig eklig für den Männerlord. Und jetzt hat Sunny auch richtig Gold angesammelt. Ja, er wird sich zwar wieder aufbauen können, aber wir gucken sie mal an hier so. Das wird ihr jetzt halt richtig einen fetten Vorteil geben. Ne, Apfelfarm. Oh, guckt euch das mal an. Richtig viele Pechgruben hier unten. Das ist natürlich ganz, ganz herrlich, dass man so einen Anblick mal sieht. Ja, Wachtürme mit Armbrustschützen. Ja, Männerlord hat halt nur Bogenschützen, aber dafür, wenn er mal dazu kommt, von den harten Truppen deutlich mehr. Hat jetzt eigentlich auch wieder ganz gut aufgeholt. Schreit das etwa wieder nach einem Ackermatch? Mal gucken. Sie halten beide die Füße still. Da kommt der Sunny. Und kommt der Männerlord? Ja, er kommt. Er kommt natürlich. So. Wenn die Kolbis da jetzt reinrennen, da kommen an der anderen Seite relativ viele durch. Der schwere Block setzt sich natürlich durch. Wir werden überfallen. Ja, wird definitiv nicht reichen. Da kommen noch ein paar durch, aber ja, nee, bringt nichts. Ich würde sagen, ich mag hier an der Stelle tatsächlich mal einen kleinen Speed-Up, weil wir nur noch im 1 gegen 1 sind. Ja, bis gleich. So, jawohl, da schalten wir mal wieder ein. Der Männerlord greift nämlich wieder an. Die Frage ist jetzt, bleibt Sunny drin oder nicht? Uff, die Belagerungsgeräte. Und wenn er es schafft, der Männerlord jetzt anzuzünden, ich glaube, Sunny brennt nämlich auch ganz gut, könnte das vielleicht sogar noch mal ein bisschen eklig werden. Also die Nahkämpfer sind jetzt noch nicht tödlich, da brauchen wir uns jetzt vormachen. Uff, da ist der Durchbruch. Jo, auch einige Mörderlöcher. Hier ist die Frage, wie lange hält sich der Angriff jetzt noch? Können die Kolbis die Belagerungsgeräte? Da kommen ja immer noch Schwertkämpfer. Uff. Die zögern den Angriff halt noch weiter raus. Aber ich glaube, nee. Da hat auch keine Feuerballiste mehr gelebt. Insofern ist das nichts geworden. Ich schalte jetzt mal den Super Speed bis 1100. Ich glaube, mehr geht auch nicht. Ob Sunny hier jetzt relativ schnell. Oh, hat sie ganz schön anscheinend doch zurückgeworfen. Wir werden überfallen. Ja, wir werden überfallen. Oh, richtig dreckig hier die Sorties weit vorne aufgebaut. Kommt immer noch nicht raus. Jetzt kommt's raus. Dann muss ich mal schnell in die Truppenzahlen reingucken. Ja, Männerlord auch schon wieder bei 265 Truppen. Oh, oh, steht da eine benutzbare Leiter? Nee. Die hat nur irgendwie an der Trap angelegt. An der Trap. Boah, guckt mal die Pechkippe. Andauern immer am Nachfüllen, verschütten aber jedes Mal. Also wird definitiv nicht tödlich werden. Uff. Die Kolbis hier verbuggt. Eieieiei, das passiert mit Leitern natürlich immer mal ganz gerne. Oh Gott, Sunny hier auch fast 8000 Gold angesammelt, 7-8000 Gold. Das ist natürlich eine heftige Nummer. Ja, gibt dem Männerlord jetzt noch mehr Zeit, um hoch zu skalieren. Ja Mensch, also
aggressive ist natürlich so ein bisschen die Sunny, die skaliert glaube ich auch ein bisschen besser. Aber wenn der Manelord jetzt hier immer mehr Zeit bekommt mit seinen gepanzerten Armeen und der nochmal einen fetten Knubbel bildet, aber nee, das wird definitiv jetzt noch nicht ausreichen. Da können die Kolbis easy gegenknubbeln. Wir gucken mal, was hat die Sunny jetzt für Zahlen? Tatsächlich hat der Manelord sie jetzt quasi wieder eingeholt. Ich würde fast denken, dass sie sogar, dass der Manelord sogar wieder vor ihr angreift. Ja, also ich glaube, die Ritter machen nicht allzu viel tatsächlich, muss man sagen. Mit ein bisschen Glück. Wenn wir mal hier so eine Apfelfarm, was in der Realität ja nicht allzu viel ausmacht, und ein paar Bogenschützen weg. Ja, hier in der Mitte der Bogenschützen-Sortie-Krieg zwischen beiden immer die ganze Zeit. Ja, so, da rückt der Manelord wieder aus. Ah, schade, nur zwei Belagerungsgeräte. Und von hinten, ja, kommen die ganzen schweren Jungs. Rambok und Feuerballiste. Der Rambok fährt natürlich trotzdem nach vorne. Der braucht keinen Steuermann. Der funktioniert auch so. Kommt jetzt auch an die Mauern ran. Kann er den großen Turm noch wegbockeln? Ist die Frage. Mal gucken. Oh, Ausbildungslager kaputt durch einen Ritter. Das ist natürlich nett. Aber gut. Für mehr reicht es jetzt noch nicht. Ah, gutes Timing für Sunny eigentlich. Weiß nicht, bis wo sie hochgeht. 400 Truppen oder so? Vermutlich. Manelord jetzt aber auch wieder bei seinen knapp 250. Uff, ja, die verbrennen halt richtig, richtig viel in der Mitte hier. Da, jetzt rückt Sunny aus. Mal gucken. Eine Nachricht von Kaiser Friedrich. Die kaiserlichen Pläne drohen zu scheitern. Was ist bei ihm los? Für eine neue Strategie. Er hat jetzt schon Drömmel. Oh, da ist diesmal eine gute Leiter angelegt. Ah, und ich sehe schon wieder, da sind wieder richtig viele verbuggt. Aber das könnten hier, glaube ich, so viele sein. Ah, ich sehe es halt einmal nicht richtig. Oh, doch, da kommen noch richtig viele Kolbis nach. Oder? Nee. Man weiß es nicht. Uff, doch, da sind immer noch welche. Oh, 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 oh. Das könnte den Manelord jetzt aber so weit eingedrückt haben. Wir werden überfallen. Dass Sunny. Ja, 155 Truppen. So viel Gold hat Sunny aber nicht angesammelt. Ja, ich mache jetzt hier an der Stelle nochmal den nächsten Speed-Up oder Cut. Bis gleich. Oh, so, schnell wieder einschalten. So, Manelord rückt aus. Sunny hat halt richtig viele da, aber vielleicht rückt sie denn selber aus. Mal gucken. Das weiß man ja nie so genau. Warum ist der Ton hier eigentlich gerade weg? Was ist da los? Ach nee, uff, das war nur mein eigenes Mikrofon. So, Moment. Ja, nee, sie rückt anscheinend nicht aus. Ja, für wen seid ihr? Für den Manelord oder für die Sunny? Je länger das Spiel geht. Ja, gut, es lässt sich schwer sagen. Sunny wird natürlich auch immer stärker, aber ja, Manelord entwickelt dann natürlich auch seine gepanzerten Truppen immer mehr aus. Also so ein bisschen gutes Timing werden beide schon brauchen, so ist es nicht. Ja, Sunny kommt doch irgendwie, weiß ich nicht. Muss sie schon bis 500 oder so hoch? Da, jetzt kommt sie. Aber jetzt hat der Manelord halt auch wieder so richtig viele. Ist halt die Leitern. Ja, funktionieren halt einfach nicht. Eine Nachricht von Kaiser Friedrich. Oh. Die kaiserlichen Pläne drohen zu scheitern. Zeit für eine neue Strategie. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
Ja, die haben sich da irgendwie an einem Punkt verbuggt oder so und Sunny hat jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5 Kills. 2 Kills hat die Mülltonne. Ja, gegen den Männerlord. Ja, das war ja eine ganz komische Knubbelattacke. Oh, Männerlord sogar die meisten Truppen, mehr als Sunny, interessant. Ja gut, die hatten halt da wirklich diesen Sortie-Krieg in der Mitte, ne? Ja, auf jeden Fall schön, dass am Ende mal so wirklich wieder komplett drei andere auch da mal im Spiel gewesen sind. Ne? Lustigerweise Mülltonne hier noch nie mit einem Endsieg. Wo das vorher immer ganz, ganz oft der Fall gewesen ist. Jo, dann würde ich sagen, nach der Runde könnten wir beim nächsten Mal ja auch die Zweier hier, ne? Die haben wir jetzt, glaube ich, in 4 Kämpfen gesehen. Die erst vom allerersten Template. Denn das zweite Template hat eine andere Grundform schon gehabt. Ne? Blende ich denn ein, wenn das Video kommt, mit Affe, Tatortreiniger, Stählerner Schwan, Bulldogge, Treuhand, Bruderschaft, Malguga und das Finanzamt. In dem Sinne, wir werden sehen, aber eins ist sicher, alles wird gut.